Wie war ich tatsächlich noch nicht? Na gut, Majority Quest gerade das erste Mal. Oder was? Das Blut sieht frisch aus, aber wo sind die Leichen? Weg. Weggelaufen. Ein schwarzes Einhorn. Ich weigere mich, eine Katze zu verwenden. Ich mag den Trank nicht. Noch ein Opfer. Hallo, Leiter. Nicht wieder runterfallen. Hier. Auch mit. Auch mit. So, bitte nicht runterfahren. Das war Absicht. Was ist hier passiert? Es hat uns angegriffen. Götter, ich weiß nicht, was das war. Mindestens 4 Spannen hoch. Sag, die anderen, was? Sie sind tot. Räche sie, Hexer. Töte das Biest, bitte. Ich habe nichts, um dich zu bezahlen. Aber Mikkel, der uns hergebracht hat, dessen Bruder hat Geld und wird dich belohnen. Such in der Taverne am Scheideweg nach ihm. Ja, ja. Sieht gut zu, dass du hier rauskommst. Ja, bitte einmal benutzen. Aber da kommen wir jetzt nur... Ah, ne. Wir gehen die Spuren weiter. Ah, ne. Ah, okay. Hier sind wir wieder draußen. Okay. Ich verstehe. Das ist dann wieder... Ah. Dann folgen wir jetzt einmal noch der anderen Spur. Die ja hier vorne... gebogen ist. So. Und einmal nach unten. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Willkommen zurück. Sollte das ein bisschen schneller schaffen. Okay. Ich möchte einmal kurz gucken, was wir hier gefunden haben. Okay. Ja, das ist nur leichte Rüstung. Leichte Rüstung will ich nicht. Nee. Bitte abspeichern.
Oh je, wenn du das schon sagst. Wenn du das schon sagst, dann... habe ich so ein bisschen Angst. So. Also abspeichern, sagst du? Erledigt. Blut, Fleisch, Verdauungssäfte fressen für seine Brut. Krabbspinne, eine giftige. Die Jungen werden bald schlüpfen. Ich muss die Eier zerstören. Nehmen wir nicht an, dass das mit einem einzelnen. Ja. War klar. Wie zerstöre ich die Dinger? Okay. Oh, Witcher sollte man grundsätzlich öfter speichern. Ja, gut. Es hätte ja sein können, dass es ein ganz besonders widerwärtiges Viech ist. Mutter kann nicht weit sein. Ja. Das Lager der Krabbspinner. Ein Schuh mit Meisterholzschußzeichen. Mehr ist von der Leiche nicht übrig. War klar. Du wählst also mein Schwert? Umso besser. Hallöchen. Ja, wie sind sie? Wow. Ich brauche eine Trophäe für Mikkels Bruder. Ein Beweis für die Geschehnisse. Widerliches Viech. Schütze die Augen aus. Ja. Klingt aber, als wenn hier drin noch irgendwas anderes lauern würde. Ein Apfel. Dann... Funkenfisch. Und was für die Belohnung. Ich will zum Ausgang. Irre.
Bitte schwimmen Sie schneller. Schneller als schnell. Ich mag Unterwassersachen nicht. Ich habe da jetzt keine Angst vor, aber... Ich kämpfe nicht gern unter Wasser. Bin nicht gern unter Wasser. Falls ich bin auf die gestoßen, als ich Level 15 hätte. Für ein epischer Kampf. Wie gehasst. Wie lange hatte ich das dann? Guck mal, kleine Spinnen, furchtbar. Nicht die Finger von lassen. Das stimmt. Ja, man versucht es dann mit aller Macht irgendwie zu schaffen. Na gut, wir haben Level 30. Also, wir sind schon ganz gut, würde ich sagen. Wir haben schon ein bisschen was erlebt und auf dem Buckel. Weiter so, Plätze. Ich weiß nur noch, als ich gegen den ersten Weltschrat gekämpft habe. Der hat mir den Arsch aufgerissen. Heidewitzka. Und die Level waren gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, 2, 3 Level war da über mir und hat mir so den Arsch versohlt. Nee, nicht schön. Ja, schwierigste ist, jeden Gegner kämpfen zu können. Ich habe wirklich die Kämpfe weitschraubt. Pech ist gleich 2. Ja, wie gesagt, ich weiß noch, die eine Höhle, da ist man rein und musste gegen irgendeine Vampirart kämpfen. Und du rechnest nicht damit, dass da plötzlich ein Waldschrat auftaucht. Das heißt, du bist froh, dass du gerade diesen Vampir erledigt hast und plötzlich ist einfach mir nichts, dir nichts, ein Waldschrat in dieser Höhle. Und ich dachte nur so, Alter, ich habe es gerade geschafft, den letzten loszuwerden. Ich dachte ja so, ach ja, gegen den kann man ja kämpfen, sind ja nur 3, 4, 5 Level Unterschied. Scheiß, der hat mir draußen schon den Arsch versohlt, gerade losgeworden, dann in dieser Höhle drin. Und dann versohlt mir ein anderer nochmal den Arsch. Und ich auch nur dachte so, ey. Quest aktualisiert, letzte Vorbereitung, was? Hätte ich da irgendwas auf Zeit machen sollen? Ach, weil jetzt Tagesanbruch ist. Ja, muss ich das jetzt machen? Aber bis wir da sind, ist dann ja kein Tagesanbruch mehr. Und da kann ich das auch noch ruhen lassen. Ich weiß gerade nicht, wie das... Nicht, dass es hinterher heißt, hier, ich habe das nicht gemacht und... Ach, Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen, als man den Wald noch kaum... Hallo. Mundschicht abgehauen. Waldschrat mache ich dann Schluss. Oder irgendein blödes anderes Viech. Die müssen sich auf einmal ein. Hast einfach nur Hass. Das nennt man Therapie. Ja. Ja. Ich habe schlechte Nachrichten. Also der letzte Waldschrat, der ging, war zwar auch knackig, wenn aber es dir hilft, ging. Ich habe ihn gerecht. Ach, natürlich hilft das nicht. Und ich habe Mikkel noch gesagt, was willst du unbedingt Fremden helfen? Bleib auf deinem Arsch sitzen, sonst passiert ein Unglück. Und was willst du noch? Kriegst du nicht genug von anderer Leute Unglück? Ich kann doch gar nichts dafür. Ich ziehe was zu essen vor. Wie alle. Bezahl mich und ich bin weg. Ich hätte dich bezahlt, wenn Mikkel noch leben würde. Ich habe mein Leben riskiert. Dafür habe ich wohl was verdient.
Hier. Jetzt verpiss dich. Was kann ich dafür, wenn dein Bruder zu blöd ist, auf dich aufzupassen? Hast du in mir einen Freund? Fordert es ja heraus. Ey, unglaublich. Diese Undankbarkeit von manchen Leuten. Das Schlimme ist, dass es im echten Leben genauso. Hier haben wir 5 von 5. Würde ich gerne noch weitermachen. So, 2 Punkte noch. Können wir auch hier getroffen. Und was wollte ich hier nämlich noch haben? Ich glaube, das hier wollte ich haben. Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Bomben. Ja! Ich kann die endlich herstellen. Na, Uhrzeiten. Belisken absurd. So, und das andere kann ich auch noch herstellen. Ich hasse Waldschratte einfach, vor allem, weil ich die Natur liebe und Bäume für mich heilig sind. Dann kommst du an Minus 4 und reißt mir sowas von dem Arsch auf. Ja, gut, schon die Steuerung, die ich drauf habe, ist so ein Ding, ein primäres Ziel. Oh. Ja, die Waldschratte sind echt scheiße. Ich hab's auch hassen gelernt. Hier fehlen mir noch einige Zutaten. Ganz viele Zutaten. Jammern, wenn sie den Männern des Barons in die Hände fallen. Alter, das sieht unglaublich schön aus. Hör auf zu nerven. Ja, wie verfahren wir mit dem? Nicht mit dem. Mit dem hier. Schaffen wir es bis dahin, bis. Bis der Morgengrauen vorbei ist? Irgendeiner schnarcht. Ich glaube, mein Freund ist gerade mega am Schnarchen. Weil ich glaube, die Katzen höre ich nicht. Ich habe gehört, man kann von den Männern des Barons was zu essen kriegen. Haben die Leute nicht denn deine weiße Visage? Ach, warte, nee, stimmt, es ist Abend. Stimmt, okay, ja, es ist Abend und wir müssen bis zum nächsten Morgen warten. Okay, ich habe verstanden. So, hier waren nur noch die. Was kosten die in etwa? es würde mich wundern, wenn du das schleichen hören würdest, aber wie gesagt, sein Schlafzimmer ist direkt hier einmal über mir. Und ich höre das durch die Kopfhörer. Ich kann mal nachgucken, wie teuer die Weine sind. Ist halt unterschiedlich. Also, gut, sagen wir mal, der Weißburgunder kann zwischen 6 Euro und 14 Euro kosten. Also, ist ja je nachdem von wo man den kauft.
der Gewürztraminer. Gut, Gewürztraminer gibt es schon ab 3 Euro. Kann aber auch bis zu 10 bis 14 Euro kosten. Und der griechische. Was? Den ich wahrscheinlich jetzt. Ja, okay, so. Wird er geschrieben. Da bitte einmal das. Und der Imiklikos, den ich immer trinke, der kostet 4 Euro. Gibt es natürlich auch noch in verschiedenen, also verschiedenen Arten. Aber den, den ich halt immer trinke, der kostet 4 Euro. Ja. Also ja, so zwischen 2 und 14 Euro. Ist aber wie gesagt unterschiedlich von welcher Marke, von welchem Weingut, aus welchem Laden, ne? Das kommt dann da alles noch mit zu. Haben wir die schon? Ja, nein, vielleicht. Weiß es nicht. Ich denke, gerne. Gerne, gerne. Wir machen erstmal das hier. So. Wir müssen jetzt einmal da hoch. Jetzt möchte ich aber einmal gucken, wo hier noch Fragezeichen sind. Hier unten auf jeden Fall ist eine ganze Menge. Das heißt, einmal zum Kleinweg. Können wir da unten nämlich die ganzen Sachen fertig machen. Das, was am nächsten dran wäre, ist das hier. Das ist nur die Frage, wie wir da hinkommen. So ganz ohne Boot. Da müssen wir jetzt schwimmen. Das ist auch gar nicht so weit. Von den Schritten her. Okay, doch ein bisschen. Bisschen entfernt ist es. Wir machen das Beste draus. Wir schwimmen einfach schnell. Kleiner Gerald, schwimmen. Die Wolkenformation sieht geil aus. Aus weiter Ferne, also vom Ufer eben, hat man diesen einen Baum da gesehen. Eine Eiche. Sieht eigentlich ganz cool aus, so aus der Ferne. Was habe ich auch anders erwartet?
Okay. Da unten ist noch was. So, schwimmst du einmal nach. Geralt. Danke. Mach halt den Wein von heute mit der Platz. Vielleicht bin ich mal eineinhalb Flaschen Kopfschmerzen bekommen. Oh, das glaube ich. Ich weiß dann nicht mehr. Die Erben Dornfelder. Okay. Ja, stimmt. Ich habe, ich weiß gar nicht, welcher Wein das ist. Also ganz oft bei Rotwein habe ich das ganz oft. Ich trinke selten Rotwein, aber wenn ich Rotwein trinke, dann ballert der. Und dann habe ich sofort eine Matschbirne, sag ich jetzt mal. Ja, wir nehmen hier manchmal auch nicht so sicher, ob das jetzt so wirklich das Wahre ist. Aber dennoch schmeckt er. Beim Weißwein habe ich das tatsächlich eher wenig. Da hinten ist der Baum. Da waren wir vorhin. Aber ja. Es gibt so den einen oder anderen Weißwein, da habe ich das manchmal. Und dann kommt es noch auf die Tagesform drauf an. Wenn ich wirklich schlecht drauf bin, dann ballert eigentlich alles. Dann ballert sogar ein einziger Schnaps. Und ich trinke wirklich selten Schnaps. Was ich noch gerne trinke, ist Baileys. Baileys of Ice. Es gibt nichts Geileres als Baileys of Ice. Aber wir haben leider nur so einen ekelhaften Apfel-Baileys. Der ist ekelhaft. So, jetzt muss ich einmal hier nach hinten rollen. Insekt. Ich bin froh, dass es hier im Keller relativ kalt ist. Und dass der Sekt nicht schlecht werden kann. Brauche also keinen Kühlschrank. Hier unten. Ich habe einen. Es ist automatisch kalt. Ich bin heute auch böse rein, ja. Sehr, sehr böse. Ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass mir von einem Rotwein nicht der Kopf geschwirrt hat. Ja. Über Eis ist das auch echt lecker. Ja, aber Rotwein, ich weiß nicht, irgendwann, wenn ich so am Ende einer Rotweinflasche angekommen bin, habe ich das Gefühl, dass bei mir die Zunge irgendwie so richtig pelzig wird. Also ich habe so ein richtiges Taubheitsgefühl auf der Zunge. Und ich habe das Gefühl, dass ich so blöd wie es klingt, so eklig wie es klingt, so übelsten Mundgeruch habe, obwohl das gar nicht der Fall ist. So. Und ich denke, dass ich alles schmecke, was ich so über den Tag gegessen habe, und ich finde das sowas von ekelhaft. Deswegen kann ich eine Rotweinflasche auch nie alleine leer machen. Nee, mir geht's leider beschissen. Ich schmecke alles beschissen. Dazu ist die Zunge auch noch verfärbt. Und mir auch immer denke so, jo, sieht aus, als hätte ich so ein Kindereis von früher gegessen. Oder so ein abfärbendes Kaugummi. Weil der Geschmack auf der Zunge ist so widerlich dann irgendwann. Es wird auch immer mehr. Es wird nicht weniger, sondern immer mehr im Mund. Ui, Erscheinungen. Na gut, die Erscheinungen machen ja nichts mehr. Einer ist noch da. Das pelzige Tapasgefühl kenne ich. Ich gebe dazu essen, ist eine gute Sache. Besser gekommen, Sekt trinke. Vor allem. Boah, also Asti mag ich überhaupt nicht. Also Wein ja. Was ich an Sekt trinke, ist halt Rotkäppchen-Sekt. Und beim Rotkäppchen-Sekt
Trocken, halbtrocken. Hugo trinke ich noch. Den habe ich hier gerade stehen. Ich glaube Frigene. Weißt du, gut, gibt's auch, also es gibt auch Hugo Frigene. Und von Rotkäppchen gibt es noch den Rotkäppchen Rubin. Der ähnlich schmeckt wie ein Rotwein, nur leichter. Also der ist deutlich leichter. Habe ich nicht verstanden. Ab wann hast du denn... Also, warte, ich habe gerade erzählt von den Sektsachen, die ich halt so trinke. Also Hugo, davon dann halt, ja, gibt es einmal den Frigene oder den normalen Hugo. Rotkäppchen, da halt Rubin oft und wenn halt trocken oder halbtrocken. Mumm trinke ich noch. Ja, und ansonsten halt auch eher Wein. Weil das Problem bei Sekt ist, das tut mir irgendwann, und das schlägt halt irgendwann so auf den Magen. Also ich habe eigentlich gar keine Magenprobleme. Bei Sekt sieht es dann anders aus. Also Sekt kriege ich sofort einen dicken Magen. So, ich weiß jetzt nicht. Ah, okay, doch. Wir können weiter. Und hier sind noch mehr Erscheinungen. Ah, warte, hier dann. Da wartet jemand draußen. Das ist der Greifhandschuh. Ah, okay, warte. Dafür brauchen wir jetzt. Hab ich sie? Oh, nee. Komm in den Kreis. Komm in den Kreis der Liebhaber. Okay. So. Dann einmal nach da unten hin. So. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Was bist du denn? Ach so. Ja. Ich glaube, das dauert, bis sich uns wieder einer entgegenstellt. Mumm ist okay. Ich kann nicht zwei durchaus mal drei Flaschen. Also Asti mag ich überhaupt nicht. Das, wach, das ist mir viel zu süß. Ja, dann. Gut, gut werde ich hier. Also wenn ich betrunken bin, ich werde kurzzeitig redselig. Und danach will ich einfach nur noch ins Bett. Ich will einfach nur schlafen. Also geht mir da tatsächlich ähnlich, wenn ich betrunken bin. Und wenn ich da nicht schlafen kann, werde ich ein bisschen nölig und bin trotzdem einfach ein. Oh, der Mann. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Hauptsache, ich kann da noch schlafen.
Hier haben wir jetzt alles. Mensch, wir räumen hier eigentlich ganz gut auf. Da lang, da lang. Dann können wir nach da und können uns teleportieren. Noch hier. Oder nach hier und wir machen hier noch. Wird auch noch gehen. Aber wir haben erstmal unseren Weg. Also ich wage zu behaupten, dass wir heute ganz gut was geschafft haben. Ich fühle die Labertasche. Ich tatsächlich eigentlich gar nicht. Ich rede tatsächlich eigentlich gar nicht so viel. Außer halt bei meinem Freund oder halt bei Menschen, die ich sehr gut kenne. Ich kann keinen Top. Ja. Also wenn ich mit Leuten zusammen bin, die ich halt wirklich gut mag, dann rede ich auch sowas von viel. So im Stream. Also, wenn es tatsächlich so gut läuft, also halt auch vom Chat her, denke ich, kann ich auch relativ viel reden. Aber dennoch bin ich immer noch ein bisschen verhaltener, als wenn ich jetzt so privat halt rede. Aber das hier ist auch so ein bisschen noch was anderes. Mach ich auch jetzt seit vier Monaten? Doch, vier Monate bin ich jetzt hier auf Twitch und mach hier mein Ding. Mach mit dem Affen. Ja, das war enorm viel, was ich geschafft habe. Ja, ich weiß halt nicht, wie viel noch, also so vom Hauptspiel kommt. Aber ich denke, dass ich so ganz gut was geschafft habe. Allgemein heute bei den Spielen. Gut, Final Fantasy 3 vielleicht nicht unbedingt. Aber trotzdem mehr als so in den letzten Wochen. Insgesamt. Und Witcher verschlinge ich einfach nur. Also Witcher ist einfach so meine Leidenschaft mittlerweile. Meine zweite Heimat. Mein Liebchen. Die Bücher verschlinge ich ja auch gerade. Gut, ich bin immer noch beim ersten Buch der Vorgeschichte. Das kenne ich zwar schon. Aber ich dachte, okay, fange ich halt einfach da nochmal an. Und lese dann halt die komplette Reihe. Und da an. Ah, und ich liebe es. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ich nehme verdammt viele Eier. Muss ich die alle platt machen? Kann man nicht. Ich wollte schon fast Sellering runterlernen, nachdem ich euch bei der erleben durfte. Ich bin halt auch ein anderes Kind und würde mich nicht in den Discord fangen. Alles gut. Es ist keiner gezwungen, da irgendwie mitzumachen. Selbst wenn du halt nicht im Discord dabei sein und würdest sprachlich so sich so begegnen, kann man ja immer. Auch ohne Mikro. Aber ja. Ich habe ja Kaya auch eher so ein bisschen dazu genötigt, das zu machen. Ist halt so ein, ja. Das erste Zweierprojekt, was wir halt jetzt so hier gemacht haben. Weil sonntags ist ja allgemein immer Gruppenkuscheln quasi. Da spielen wir dann ja alles Mögliche. Und ja, dann meistens danach dann Herr der Ringe. Jo. Scheint aber auch so weit tatsächlich ganz gut anzukommen. Hätten wir anfangs gar nicht gedacht, weil Herr der Ringe ja jetzt nun nicht mehr so. Ja. Beliebt ist, glaube ich.
Wobei beliebt ist das falsche Wort. Dass halt eher viele aufgehört haben, das zu spielen. Und da wirklich, glaube ich, nur noch der alte Kern vorhanden ist. Ja. Deswegen hätte ich nicht damit gerechnet, dass das dann so gut ankommt. Hallo, meine kleinen Ertrunkenen. Oh, noch einer. Kommt her. Kommt zu Mama. So, einmal zerstören. Der Rest ist schon sehr groß und wieder zu präsentatisch. Aber ich habe mich versagt. Der Trend auch gerade nicht erfolgt. So wenig, das Schatz hier. Ist sehr viel. Ist alles. Wie gesagt, ist alles gut. Fühle ich da auch ja nicht gezwungen. Ist hier. Lässt dir Zeit mit dem. Ist ja auch überhaupt kein Zwang oder sonstiges. Komm schon. Ich kann das sehr gut nachempfinden. Es gab auch ganz, ganz oft Zeiten, oder halt früher, ich konnte Spiele nicht alleine online spielen. Beziehungsweise war es halt auch so, dass ich immer wieder halt dann einen Rückzieher gemacht habe. Ich habe Sachen abgesagt, obwohl ich halt wirklich Lust hatte, mit anderen zu spielen. Auch wenn ich halt in Discord oder auf Teamspeak oder Skype früher noch halt eingeladen wurde. Oder so in einem MMO halt in eine Gruppe eingeladen wurde. Ich war selbst im Internet mega schüchtern. Habe bei Gruppengesprächen nie ein Wort rausgebracht. Und es hat auch ewig Überwindung gekostet, zum Beispiel Spiele wie Dead by Daylight alleine halt dann im Multiplayer zu spielen. Weil ich dann immer gedacht habe, oh Gott, ich spiele jetzt mit einer, oh Gott, was passiert hier? Und mittlerweile geht das aber alles. Ich kann mittlerweile wunderbar alleine online zocken, auch sowas wie Among Us zum Beispiel, kriege ich alles wunderbar mittlerweile hin. Es hat doch ewig Überwindung gekostet, überhaupt einen eigenen Discord-Server zu machen. Da dachte ich auch nur die ganze Zeit, ach, ja, komm, geht erstens eh keiner drauf und zweitens habe ich eh viel zu viel Angst, dass irgendeiner reden möchte oder dass ich mit anderen Leuten reden muss. Ja. So ungefähr waren meine Ängste, Sorgen und Bedenken. Mittlerweile geht das aber alles. Ich finde, ich habe mich ganz gut eingelebt, wenn man das so sagen kann. Ist halt für mich auch eine reine Gewohnheitssache gewesen. Weil das halt alles Sachen waren, die ich nie so gemacht habe. Gott, Internet habe ich ganz spät entdeckt. Meine Eltern hatten jahrelang überhaupt kein Internet. Nicht mein PC richtig. Eine ganz, ganz alte Krücke noch. Also Internet war da sowieso nichts. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich da irgendwie mal halbwegs aus mir rauskam. Ich habe halt auch bei MMOs, ich habe immer alles allein durchgezogen. Und wenn es dann in Gruppen-Dungeons ging, Gott, hatte ich einen Bammel. Und wenn dann halt Anfragen kamen wie, ja, soll ich dich da rein begleiten oder soll ich dir da und dabei helfen? Ich habe mich sofort ausgelockt früher. Sofort. Ich hatte so eine Angst. Und heute weiß ich tatsächlich eigentlich gar nicht mehr warum. So. Mittlerweile habe ich echt so Leute, mit denen ich regelmäßig zocken kann. Auch welche, die ich halt von früher jetzt noch so wieder kennengelernt habe. Halt alte Schulfreunde. So den einen oder anderen. Die ich halt früher, oder mit denen ich halt früher geredet habe, wo ich aber halt immer so Misstrauen halt gehegt hatte, so nach dem Motto. Ja, die wollen mir eh nur Böses. Obwohl die mir wahrscheinlich sogar geholfen hätten. Aber, ja.
sonst wären halt diese Sonntage, wo wir halt Wolfit und sowas spielen, wären dann halt auch überhaupt nicht möglich. Wenn ich halt immer noch so in diesem Loch drin hängen würde. Aber das hat jahrelang echt an einem gezerrt und hat auch ewig gedauert, bis man das, bis ich das weg hatte. Das bei der Welt kann ich dir super nett, Leute, für ein kleines Streamer, super locker. Das Spiel, wenn du möchtest, irgendwann sag ich einfach mal Bescheid. Ja, kannst du gern machen. Also, gut, ich bin im Dead by Daylight überhaupt kein Profi. Ich bin da so ein Noob drin. Aber es macht mir so viel Spaß. Ich liebe Dead by Daylight mittlerweile. Ach ja, das ist alleine irgendwie ohne mich. Ich nehme immer Moment machen soll. Wie gesagt, kenne ich zur Genüge. War jahrelang bei mir auch so. Sagen wir mal so, ich klopfe auf Holz, dass es heutzutage nicht mehr so ist. Du wirst es nicht bereuen. Denn sonst, wie gesagt, wäre das alles hier halt auch überhaupt nicht möglich. Wobei da halt auch ein großer Verdienst mit meinem Freund geschuldet ist. Ich glaube, sonst wäre das auch ein bisschen anders gelaufen. So. Dann öffnen wir mal die Türe. Tja, ich hab kein Gold. Ich hab nichts. Aber wenn du nach Sandort kommst, wartet dort eine große Belohnung auf dich. Du wirst schon sehen. Wow. Toll. Ich bin begeistert. So, wo wollten wir da noch hin? Was da ganz unten müssten wir eigentlich noch hin? Ach stimmt. Novigrader Tor dann. Und dann da noch die... Ja, genau.